So, Hallöchen, herzlich willkommen. Können wir eigentlich da was machen? Ach, wir können herstellen, wir können trainieren. Hallo, herzlich willkommen, Edgar Sully zu FIFA 17. Mein Name ist der Franconia. Boah, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier heute beim Markreiters Georg. Machen mal ein bisschen auf schwer. Dann Stürmer Burgstaller, ach, der war, naja, der war so lala, ne? Man weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, dass ihr mal uns mal irgendwie, ja, Tipps geben könntet, ob wir ihn vielleicht doch verkaufen sollen, ja oder nein. Eine Mannschaft, ich glaube, das war sogar Bordeaux, hat 6 Millionen geboten. Ich denke, das kann man dann da auch schon mal machen, ne? Oder mal, ist zumindest mal eine Überlegung wert. So. Die letzte Partie, Boyambalo, da freut sich Anna. So, wir schauen mal rein. Ich bin gerade in guter Form. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Ja, hast aber trotzdem nichts taucht. So, Transferangebot. Für den Burgstaller, Skido. 4, Millionen. Gegenangebot. Wir machen mal glatte 10, oder? Für glatte 10 Millionen. Ich glaube, dann dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir für den 10 Millionen kriegen. Weg damit. Alles raus, was Kamide zahlt. So, nächster Burgstaller, Skido. Gladbach. Ja, der darf auch wegen Geldbeutel rumhauen, ne? 10 Millionen. Ich sag, da braucht man dann auch nicht großartig überlegen, ob man dann verkaufen soll oder nicht. So, letztes Spiel haben wir ja gewonnen. Heute geht es gegen Real Valladolid, hat er gemeint. Jo, die haben ihr erstes Spiel ebenfalls gewonnen. Jo, Trikots passen auch so weit. Wen soll man? Sollen wir mal die Jungs so spielen lassen? Oder doch mal ein wenig experimentieren? Ich hau mal in Sally rein für den Burgi. Eben weil wir es können. Kammerbauer, Alter. Kammerbauer, komm, den hauen wir mal für den Kempe rein. Weil wir es können, einfach. Weil wir es können. Kutschke van der Berg für Strate. Möwald ist immer noch verletzt. Wie lange ist denn der verletzt? Und linkes Mittelfeld hauen wir mal den Herchenei. Genau, den Leibold nehmen wir aber mit, dafür den Eras. Den Efsef lassen wir auch mal da. Stürmer, Stürmer, zentrales, defensives Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld, dann lassen wir mal den Alushi da haben. Nehmen dafür mal wirklich den Gnisevic mit. Den Eras nehmen wir mal auch mit und lassen dafür, auch der Mühl haben wir auch noch, ne? Aber wen lassen wir den draußen? So ein Eras. Jo! Hätten wir gesagt, trainieren wir heute mal, beziehungsweise lassen wir heute mal eine andere Formation spielen. Wir können ja testen, okay? Klar, will ich auch gewinnen. Freistoßbronze, das wird doch nichts mit Edgar. Das wird doch nichts, aber wenn er trifft, das wird doch nichts. Erzähler, das wird doch nichts, schau her. Frau Lieber ist was! Entschuldige. Nochmal! Alter, was ist mit dem kaputt? Erzähl, hopp, den haust nein. Alter, was ist denn das für ein Fleisch, du Spezi? Hopp jetzt! Ja! Boah, der trifft und trifft, der Lackel. Der trifft und trifft, der Lackel. Der trifft und trifft. Jetzt trifft er schon wieder. Es könnte vielleicht eine gute Punktzahl werden, hat er gemeint. Es könnte vielleicht eine gute. Der war schlecht. Naja. Der war schlecht, meine Damen und Herren. Der ist halbwegs gut. Der könnte aber was werden. Der schaut gut aus. Vor außen. Na, was schon außen. Sally! Boah, ans Lattenkreuz, so knapp. Ui, nein, 9.800, schieß mich, du Alter, bin ich schlecht.
Ich war sogar mal besser. Lass mich verarschen, ich bin nur Achter. War bestimmt wieder der German Chris, wieder der Erste. So, wieder Santiago, Estadio Santiago Bernabéu. Real Valladolid hat natürlich Heimspielrecht. Ah, gegen den ersten FC Nürnberg. Wie gesagt, es gibt ein, zwei Veränderungen. Wer ist an der Pfeife? Oh, es geht schon los. Da wird nicht lang rumgemacht, da wird nicht lang rumgeschaut. Was war drauf schon? El Muerte? Man weiß es nicht. So, Real Valladolid in den lila-weißen gestreiften Trikots. Schaut aus wie Zahnpasta. Von links nach rechts. Der Club in den klassischen weinroten Trikots. Erste Halbzeit von rechts nach links. Da gibt es schon gleich den ersten Freistoß für Real. Wird er gleich ausgeführt, hat er gemeint. Ja, die sind doch ein wenig technisch besser drauf. Sehr schön. Cedric Teuchert, ja, lässt den Ball ins Ausgehen. Es gibt Einwurf. Ui. Ui, das wäre doch fast drin gewesen, du. Edgar Sali ist ja Afrikameister geworden mit Kolumbien. Du bist da Kolumbien. Mit Kamerun. Kolumbien, ja, Frankonia. Kolumbien liegt in Afrika, alles klar. So, weiter geht's. Sehr schön, Obacht. Nein. Obacht, sehr schön aufpasst. Sehr schön. Jo, ziehst dir rein. Nein, da wird er abgeblockt, da wird er abgeblockt. Jetzt die Konterchance. Obacht, der Deuter geht raus. Sehr klasse gemacht. Gut mitgespielt. Obacht, jetzt ist der Deuter aber weit raus in Schuss. Alter, 10. Minute, 11. Minute. José. Mit der ersten Riesenmöglichkeit. Alter Verwalter, das schaust du ablehnt. So, schau her. Alter, war der knapp. War der knapp, hat er gemacht. So, weiter geht's. Auf. Nein. Nein. Sehr gut aufpasst. Den kriegst du noch. Den kriegt er nimmer. Freistoß aber für den Club. Jo, begrüße ich natürlich. So. Spanische Haubentaucher da. So, Einwurf für uns aber, na, für die. Ob jetzt. Gut aufpasst. Bewegt dein Arsch, Edgar Salli. Jetzt bewegt er sein Arsch, Edgar Salli. Posten. Kopfball. Ecke, Ecke, FCN, FCN. 17. Minute, Riesenchance für Edgar Salli. Bist du deppert? Pfosten. Pfosten für den Club Etzeler. Kommt die nächste Kugel nochmal rein. Kopfball, nein. Gut abgeblockt. Es müsste Einwurf für den Club geben. So ist es. Einwurf für den ersten FC Nürnberg. Etzeler, eine kleine Druckphasen. Etzeler, eine kleine Druckphasen. Oben, sehr schön. Obacht, faul, kein Foul. Weiter geht's. Konterchance. Real, Valladolid. Obacht geben. Angel oder Angel oder Angel. Wird abgeblockt von Marian Saar. Lässt da nichts anbrennen in der Abwehr. Dunderwetter, du. Dunderwetter, Obacht, Obacht. Obacht, Vorsicht, Vorsicht, Schuss, Tor, Ausgleich. Quatsch, 1-0, Valladolid. Die Menge tobt und was ein Tor. Die Menge tobt und was für ein Tor hat er gemacht. 1-0, was für ein Sonntagsschuss. Nichts zu halten. Für Verdamme, nichts zu halten. Nein, Gimbel. 1-0, da schaut er Maxl. Da schaut er bedroppt an Geld. Gerade mal in meinem Maul zu von dem, ne? Gerade mal in meinem Maul zu, hat er gemacht. Da fällt mir gerade ein, wie wäre es, wenn wir es mal versuchen, den Kiyotake wieder zu holen?
Der spielt doch momentan A, glaube ich, hier irgendwo in Spanien, ne? Foul. Ja! Ja! Schuss! Boah, Edgar Sully! Gute Möglichkeit! Der Club ist dabei! Nochmal Edgar Sully, gefällt mir sehr gut! Herche mit der Ecke, Kopfball! Tor! Tor! Ausgleich! Tor! Ausgleich! Georg Markreiner, was für ein geiles Kopfballtor! Schau mal! Frei! Und da schaut der Tor ab und da greift er über! Da hat er nicht gut ausgeschaut, das ist dem Club wurscht! Die mitgereisten Klubberer freuen sich! Der Maxl freut sich! Und der Mark Reiter sowieso. 1:1, 28. Minute. Sehr schön, wieder alles offen. So, Obacht jetzt. Moyano. Gut abblockt, sauber. Wir haben sogar Einwurf. Wir haben sogar Einwurf, wie geil. Oben, ja! Kammerbauer! Hey, wenn der jetzt getroffen hat, ne? Dann wäre ich aber vom Balkon runtergesprungen. So. Nein, ist zu weit oben. So. Obacht, der Club. Obacht, der Club. Obacht, der Club. Obacht, Quatsch, Valladolid meine ich. Gut aufpasst, gut aufgepasst. Abwehr steht eigentlich nicht mal so schlecht beim Club. Ui, da wäre doch fast was gewesen, du. Jetzt, komm. Sehr gut dazwischen. Ui, da hätt's doch fast gescheppert, du. Da hätt's doch fast gescheppert. Obacht. Obacht, Vorsicht, der ist zu weit oben. Puh, wenn jetzt einmal durchatmen. Der Real Valladolid macht Druck und die haben schon wieder die Kohle. Die Kohle, den Ball. Foul. Schiri, das war aber auch, ne? Schwurbel hätte natürlich auch nicht pfiffen, ganz klar. Boah. Leao. Klar. Real Valladolid mit dem Heimspiel, die sind natürlich alle auf der Seite. Der Spanier. Ui, da setzt er sich durch. Der Herche setzt sich durch. Kopfball, Sully, natürlich nicht. Nochmal Flanke, Sully, Kopfball. Der macht ihn mit dem Kopf. Edgar Sully, 2:1 für den Club. 42. Minute. Der glänzte mächtig Sturm im Kopf. Bäm. Der glänzte und wie frei, Edgar Sully. Der glänzte geht mit dem Gipser dran. Edgar Sully, Junge. Junge, ist der gut. Macht der ein gutes Spiel. Wieso brauchen wir dann noch den Burgstaller, frage ich mich. Überragende Partie, erste 45 Minuten von Edgar Sully. Der 42. macht er den 2:1 Treffer. Der Club dreht die Partie. Und das gegen die technisch hochvisierten Spanier. Die ja Heimrecht genießen, die ja auch gar keine lange Anreise hatten hier in Spanien. Unten, yo. Herrcher, ja, kommt er nicht durch, kommt er nicht durch. Herrcher, siehst du da besser. 70% nur. Aber der macht es gut, genau wie der Bulthuis. Sehr schön, nochmal. Ja, Deuchert, faul. Das war faul, so 4 Minuten Nachspielzeit. Und die sind rum, 1:2, Aussicht von Real Valladolid. Der Club dreht die Partie und wie.
Sehr, sehr gute, kampfbetonte, starke Leistung vom 1. FC Nürnberg. So, Union führt, Akasispor ist auch im Rückstand, ja. Alter Verwalter, wenn wir die Partie gewinnen, ne, dann freue ich mich richtig. Das glaubst, dass ich mich dann freue. Das glaubst, dass ich mich dann freue, hat er gemeint. Obacht! 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 Balbi! Was jetzt schon wieder? Alter, ach Gott, oh mein Allmächtner, der Marc Reiter. Ah, defensives Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Ja, ein Homen Eras rein. Ey. Oh, hoffentlich hat er sich nicht zu stark verletzt. Hier sehen wir es nochmal, da ist er zusammenprallt mit am. Und das Knie, oder? Man weiß es nicht. Wieso haben die jetzt? Ach, leck mich doch fett. Eieiei, gute Besserung, Georg Machreiter. Gute Besserung, hoffentlich hat er sich nicht zu schwer verletzt. Das können wir uns, ehrlich gesagt, nicht leisten. Jetzt hat der Patrick Eras in der Partie jetzt. Sehr schön, Sully. Schön, Edgar Sully. Sully! Boah! Nächste Möglichkeit. Ecke für den 1. FC Nürnberg. Die kommt gut rein, die Ecke. Ja, aber da war doch niemand da. Nein! Was macht denn der Depp? Obacht! Kontermöglichkeit. Noch nicht unterbunden, Kontermöglichkeit noch nicht unterbunden. Jetzt vielleicht, nein, Obacht geben, jetzt könnten sie kommen. Flanke ist gut, aber da wird aufpasst. Der Ball ist noch heiß. Vorsicht, Obacht, gut abgeblockt. Angel schon wieder, dieser Lackel. Auch wer da mal kann gut parieren. Etzeler, Obacht geben, Kopfball, wer da mal. Sehr schön. Edgar Sully. Sehr schön. Das wäre so geil gewesen, wenn der Durchgang wäre. Aber so ist es nicht. So bleibt Zweiter beim 2:1 für den 1. FC Nürnberg. Jetzt kommt wieder Real Valladolid über die linke Seite. Obacht geben, da wird er gut abgeblockt vom Kammerbauer. Yes. Ist natürlich auch für die jungen Spieler, ne? Ist so eine Partie, wenn sie positiv gestaltet wird, kann das natürlich auch nochmal Auftrieb geben. Jetzt hat er schöne Konter, schöner Pass auf Herche. Und der ist müde, der ist kaputt, der kann nicht mehr. Dann hauen wir ihn raus, hat er gemeint. So, Herche. Dafür würde den Leibold rein. So, Etzeler, Obacht, Konterschuss. Jetzt geht aber los, der Villa. Obacht. Jungs, passt innen auf, der wird flanken. Gut aufpasst. Es gibt Ecke. Es gibt nochmal Eckball. 66. Spielminute. Aber es gibt jetzt auch die Auswechslung beim 1. FC Nürnberg. Aber auch noch Auswechslung. Luis Balbi geht raus und Markel Echeverria kommt herein. Und beim Club Tim Leibold für den Philipp Herche. Ja. Er war bemüht, er hat gekämpft, er hat sich reingebissen. Es war eine gute Leistung, man soll ja nicht immer alles schlecht reden hier. Ne? Klar, Luft nach oben, der Kerl ist noch jung. Obacht! Oh, Verdama! Junge, was hältst denn du? Batsch, Alter! Monster Safe! Monster Save, Verdama. Nice. Kopfball, Vorsicht. Ui. So, Obacht, Konterschuss. Jo. Cedric Deucher, der ist aber auch kaputt, ne? Jo, oben. Sehr schöner Pass. Ui, das war der Ding, ne?
Der Leibold wurde es. So, Obacht. Vorsicht, Etzeler. Real, Valladolid, kommt noch einmal. Wird aber gut abblockt. Nein! Jetzt habe ich gedacht, der wurde abgefälscht und der geht zu meinem Spieler hin. Aber gut aufpasst. Von Eras, Kammerbauer. Nice. Wieder, der Schnelle. Edgar. Was willst denn du von mir? Sally. Gute Konterchance. Nein, nein, da müssen wir auswechseln. Willi Efsef, da hauen wir mal den Müll rein, weil wir es können. Und für den Deuchert, komm in Boyambalo. Für den Deuchert in Boyambalo. Schön ins Fränkisch geworden, ne? Boyambalo. Kein einziges hat jetzt B, verstehst du? Obacht, faul, Freistoß! Jetzt können wir aber wenigstens auswechseln. Nächsten frischen Männer kommt rein. Igor Lichniowski kommt für Xavi Mojano. Und beim Club, wie ihr wisst. Joel Poyampalo, Lukas Mühl, Fibili Efsef und Georg Deuchert, Cedric Deuchert. So, Obacht, dem Leibold hat er gemeint. Vorsicht, Kopfball! Sehr schön. Oben. Nein, faul. Junge. Obacht, Obacht. Obacht. Was denn? Junge, das hat er doch mit Absicht gemacht. Der hätte doch nicht passen brauchen. Patrick Eras. Vorsicht, Vorsicht, Kopfball, weg damit. Sehr schön. Sehr schön, Etzeler, vielleicht die Konterschuss. Ja, Boyambalo, 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 Tor, 3-1, 85. Minute, Boyambalo, der Joker sticht. Joker sticht, Boyambalo! Der Club entzaubert die Spanier, Boyambalo! Boyambalo! Wichtig für den guten Mann! Dass der A trifft, Boyambalo! 3-1 und da freut er sich der Maxl! Yes! Das müsste die Entscheidung sein. 3-1 für den Club. Und jetzt feiern nur noch die Klubberer, die Mitgereisten, die Franken. Feiern den Ruhmreichen. Gut, aufpasst. Na, aufpasst, gefährlich. So, 88. Minute haben wir jetzt schon. Ecke, kommt rein. Wo flankt denn der hin? Der wird gut abblockt. Der wird gut abgeblockt. Yo, nice! Edgar, Sally! Der hat halt gut gemacht! Der hat halt gut gemacht! Edgar, Sally! Findet die Flanke, der ist ganz frei! Und dann findet er noch, was für eine Monsterpartie von Edgar, Sally! Klasse hat er gespielt! Weltklasse aufgelegt, der Edgar, Sally, Alter! Nice! Sehr schön! Selbst abpfeifen, Schiri. Obacht, Eras. So, sehr schön. Kammerbauer. Auch sehr unauffällig heute. Auch sehr unauffällig. Da jetzt vielleicht. Aber das Spiel ist aus. Nürnberg gewinnt. Und entzaubert Real Valladolid den haushohen Favoriten in dieser Tabelle. In dieser Gruppe. 1-3. Gewinnt der erste FC Nürnberg. Gegen Real Valladolid und man muss sagen, verdient. So ist es.
Der Mann des Tages, Edgar Sully. Ein Traum hat er gespielt. Wahnsinn. Bester Mann auf dem Platz. Yes. Der Club gewinnt mit 3:1. Ich freue mich. Nice, liebe Freunde. Nice. So, und dann hätte ich gesagt, war es das doch auch schon mit dieser Folge FIFA 17 mit dem 1. FC Nürnberg. Hier sehen wir nochmal die Riesentorschau von Edgar Sully, der Mann des Spiels, wie ich finde. Unglaublich, auch noch zum Schluss hat er noch diese Monsterflanke gemacht, ey. Leck mich am Arsch. War auf jeden Fall gut, dass wir den mal reingeholt haben. Hier auch noch das Traumtor zum 1:0. Der Club hat es dann gedreht zum 3:1 und hochverdient gewonnen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und morgen geht's weiter bei FIFA 17 mit dem 1. FC Nürnberg und dem letzten Gruppenspiel. Gegen, man weiß es nicht. Doch, Levante, glaube ich. UD Levante, glaube ich. Ne? In diesem Sinne, macht's gut. Servus.